Ausgesucht damals als Partner. Waren Sie zuerst oder Sie zuerst? Hannes war zuerst. Ja? Und Hannes hat mich ausgesucht. Ja, das weißt du doch. Ja, er wollte jetzt einfach charming sein. Aber, oder möglicherweise hat er Angst vor der Nachfrage. Warum haben Sie sie ausgesucht? Ja, ich kannte Karin von der Bühne in München und habe gesagt, die könnte zu mir passen. Ja. Zu dem Film, zu dem Vorhaben und so weiter. Das war ja was Neues, weil normalerweise hatten Kommissare keine Frauen. Nee. Und wir wollten eben diesem Haferkamp wollten wir ein bisschen eine Drumherum-Geschichte geben. Weil nur Ermittlungen führen und Dinge ist ja ein bisschen langweilig. Ne? Tatort zu fragen, was machen Sie morgen, wo waren Sie gestern, was haben Sie lange gemacht, das ist ja langweilig. So ein bisschen richtiges Leben muss auch dabei sein. Ja, das musste schon ein bisschen mit Fleisch, mit Leben mit Fleisch und Blut sozusagen. Sozusagen, ja. Er gilt ja nicht als der einfachste Kollege im Spiel. Ja? Also so, wenn man Zeitungsartikel liest, dass er mit Hans-Jörg Felmy zu spielen, gehört zu den Herausforderungen im Leben. Wie war er denn wirklich? Fragen Sie mal Karin. Also für mich war es das Einfachste. Und ich glaube, er wird ein bisschen unangenehm, wenn er Leute hat, die nicht so gut sind. Also die den Beruf nicht so gut kennen. Aber sonst, also wir haben viel gelacht und hatten viel Spaß und haben wahnsinnig gerne zusammengedreht. Es gab überhaupt keine Verständigungsschwierigkeiten zwischen uns. Wir hatten wunderbare Regisseure, fabelhafte Kameraleute. Wolfgang Becker, Wolfgang Staudte und so weiter. Ja, Hans-Peter Wirth. Das sind die großen Namen. Ja. Insofern können Sie glücklich sein, dass Sie zu früh schon mit den Kameramann mit dem später Regisseur natürlich, sehr anerkannter Regisseur. Ja. Sie haben aber, und das war damals noch mehr Sitte als das heute ist, Sie haben ja nicht nur diese Tage miteinander gedreht, sondern eigentlich die Abende die Nächte nicht, wie wir wissen, aber die Abende miteinander verlebt. Die Nächte auch, aber. Oh. Und es gab nicht nur Kefir, so wie Sie gerade geguckt haben. Nein. Damals trank man ja noch richtig Schnaps und Bier. Ja, Schnaps also trinke ich ja Bier, nicht mehr, aber damit wollen wir doch nicht. Sehr zum Wohle, bitte. Nein. Ich bin bei Wasser geblieben, weil für mich ist es ihr Job. Wolfgang darf auch schon mal anstoßen. Ja. Schönes Rosenchen, ist gut fürs Blut. Ja. Sagen wir in Norddeutschland. Zum Wochenende hin, ja. Aber wenn Sie schon davon selber erzählen, wie waren denn diese Abende, bei denen es nicht nur Buttermilch gab? Naja, ich kenne ein paar, wo wir bei minus 10, 15 Grad nachts im Wald irgendwelche blöden Szenen drehen mussten. Und es war so saukalt. Und es war weder ein Tee noch irgendwas da, noch gab es sowas wie eine Kneipe in der Nähe. Also das war kein Zuckerschlecken, das war ganz klar. Aber wir haben es gut überlebt, wie man sieht. Und haben sich abends ein bisschen verwöhnt bei der entsprechenden Feier. Natürlich, haben uns gewärmt. Ja. Ein bisschen aufgewärmt. Und ein bisschen über das Theater gesprochen, was so Schauspieler so tun. Okay. Also, das Klischee stimmt tatsächlich. Absolut. Und da wurde ein halbes Glas Wein getrunken, vermutlich. Oder mehr. Ja. Auf richtige Gelage dabei gewesen? Na, das ist vielleicht. Also, wenn wir am nächsten Tag richtig drehen mussten, glaube ich nicht. Aber man kann ja gut nehmen, aber man muss dann sagen, abends ein Mann, morgens ein Mann. Also, da muss man auch 7 Uhr oder eine Frau. Wir haben zum Beispiel mal auf Sylt gedreht und darüber lache ich mich heute noch kaputt. Und da haben wir sehr lange getrunken, weil es da ja auch so kalt ist. Ja. Jetzt weiß ich, warum die Leute alle in Skiurlaub fahren. Ja. Und dann kamen wir morgens zum Drehen. Also Hannes ein bisschen später als ich, die Damen sind hier immer früher dran. Und dann kam der Maskenbildner mit der Quaste und da hat Hannes gesagt, hau ab, schmink dein Auto.